Wenn Sie diesen Wesen sehen, so wie Sie sie gesehen haben, wenn Sie die direkte Erfahrung machen, ein Raumschiff zu filmen, wie es vielleicht in April letzten Jahres während des Karfreitags und des Karsamstag geschehen ist, möchte ich Sie fragen, was Sie an Emotionen und Gefühlen vermitteln. Jeder muss sich bei dieser Forschung sicherlich auf die objektiven Daten stützen, die zu den äußeren Personen gehören. Aber ich denke, dass man sich vor allem auf seine persönlichen Erfahrungen stützen muss. Denn bis heute konnte ich nichts anderes tun, als mich zu vergewissern, dass diese Wesen mir geholfen haben, mich in all meinen Ereignissen, auch den intimsten und persönlichsten, geleitet haben. Was ich bei all den verschiedenen Gelegenheiten gefunden habe, bei denen ich die Ehre und das Vergnügen hatte, sie mit eigenen Augen zu sehen, aber auch zu filmen, wenn sie mir dies erlaubt ist, ist unbeschreiblich. Was auch auf jeden Fall gefühlt habe, ist eine große Liebe. Manchmal eine so starke Liebe, dass ich spüre, dass mein Körper sie nicht aushalten kann. In der Tat führt sie oft zu Herzrasen. Es ist eine unbeschreibliche Energie, die ich nicht beschreiben kann. Es ist eine unbeschreibliche Energie, die ich ehrlich gesagt in dieser Welt noch nicht von Gleichaltrigen repräsentiert sehen konnte. Außer durch diese zwei oder drei Figuren, die ich mehr liebe als mein Leben. Also diese starke Liebe, die ich fühle und gefühlt habe. Wenn ich in der Lage war, sie zusammen mit diesem Signal, sagen wir mal, Gefühl zu sehen, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die schon immer in mir trug. Aber dank ihnen konnte ich mich immer besser fühlen und vor allem in die Tat umsetzen, dank aller der sozialen Werke, die wir heute durchführen. Alviano, du kennst sie gut. Durch all unsere Gruppen und Vereinigungen habe ich direkt durch meine Erfahrung gesehen, dass dies eine Botschaft der Gerechtigkeit und der Liebe ist, so dass jeder, der mir das Gegenteil sagen kann, ist sicherlich, sagen wir, ich kann wirklich jeden einladen, der diese Art von Erfahrung machen möchte, sie zu suchen, sie zu wollen, sie zu begehren. Und dann kommen sie an. Denn sie haben Technologien, die über unser Bewusstsein hinausgehen. Sie haben nicht nur diese supertechnologischen Objekte, sie haben schon viel mehr. Sie sind sogar in der Lage, unsere Gedanken zu lesen, indem sie sich einfach in einen Sessel setzen, in unseren Herzen, um unseren Grad der psychophysischen, spirituellen und der intellektuellen Entwicklung einzuschätzen. Und deshalb können sie auch hören, was wir uns wünschen. Denn wie wir wissen, besteht wir letztendlich aus Energie und sind auch Funksender, die Informationen durch unseren Geist in den Äther senden, der sich im Universum ausbreitet und dann zurückkehrt. Die so genannten Wunder, von denen wir so viel wissen, sind letztlich nicht anderes als die Bitten, die wir in unseren Herzen äußern, die dann durch diese supertechnologischen Eingriffe zu uns zurückkommen. Das Wunder existiert nicht. Es ist alles das Ergebnis von Hochtechnologie, die sogar in der Lage ist, es gibt viele Episoden, in denen sie es geschafft haben, Menschen durch den Einsatz von Licht oder viele anderen Technologien zu heilen. Also, was man fühlt, wenn man sie sieht, ist eine sehr starke Liebe, was ich getan habe, Alviano. Was ich getan habe, Alviano, war nicht bei dem zu verweilen, was ich fühlte, sondern auf das zu hören, was ich fühlte, zu forschen und dann in die Praxis umzusetzen, was ich fühlte. Dass sie mir mitteilen, als ich sie sah, während ich sie beobachtete, war diese Einladung, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um für den Frieden, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, in einer Welt, die in Unordnung ist,
die dem Zusammenbruch und dem totalen Ruin nahe ist. Heute sagt uns leider sogar die Wissenschaft, dass wir nur noch wenige Jahre zu leben haben, dank unserer schönen Arbeit, der Verschmutzung unserer lieben Mutter Erde.